Kurze Frage hätte ich an Sie. Finden Sie, ist Wien noch Wien geblieben? Nein, Wien ist nicht mehr Wien. Weil? Weil es ist komisch, man traut sich am Abend nicht mehr hinaus. Ja. Es ist furchtbar. Wien ist total zerstört. Inwiefern furchtbar noch? Man kann nicht mehr weggehen in Ruhe, man kann in kein Restaurant mehr gehen, man kann nirgends mehr hingehen. Die Autofahrer sind alle so aggressiv. Meine Frau hat nur gesagt, Herz, ich warte schon so lange, hat er gesagt, das ist mir wurscht, hat er gesagt, das ist mir egal, hat ja einen Kratzer reingemacht. Also in Wien, Wien ist eine Katastrophe. Es war damals eher fad. Okay. Und also es ist weitaus lebendiger geworden, es ist internationaler geworden, was ich positiv sehe. Und ja, es ist teilweise zu viel des Guten. Okay. zum Beispiel, was jetzt die Saufkultur betrifft und solche Sachen, aber ja, an sich ist Wien geblieben. Darf ich Ihnen eine ganz kurze Frage stellen? Wir machen nämlich ein paar Meinungsumfragen, und zwar zum Thema, finden Sie, ist Wien noch Wien? Ich weiß nicht, ich bin nicht von da. Aber wenn ich das vergleichen kann, was ich hier vor 10 Jahren war und hier, also die Gebäude und alles, das ist alles modernisiert, sieht schön aus. Also von der Arbeit und von den Leuten kann ich nicht gut beurteilen, aber ich mag es hier sehr. Vor allem shoppen. Die Kulturen sind einfach nicht das Problem, sondern die Menschen, die aggressiv sind, sind das Problem. Ne? Auch Österreicher oder Wiener zum Beispiel. Ne? So, das ist es eigentlich, das Aggressive. Finden Sie, ist Wien noch Wien? Ja, freilich. Ja. Inwiefern? Ja, die Leute sind sehr nett und so weiter, auch Ausländer und so weiter. Und wie gesagt, man kommt gut aus mit den Leuten. Ist Wien noch Wien geblieben? Ja. Inwiefern? Kann ich jetzt nicht genau sagen, aber ich finde schon.